War deutlich zu sehen, also während dieser beiden Vorträge, dass es auch Redebedarf gab hier in Ihren Reihen. Das soll keinesfalls unterdrückt werden. Und beide Dozenten stehen auch zur Verfügung, um gezielte Fragen zu stellen, die inhaltlich auch, ich sag mal, fundamentiert sind. Vielen herzlichen Dank. Ich will erstmal mich recht herzlich bei den Bürgerinitiativen bedanken, nicht nur für die Veranstaltung heute. Frau Kroll, Frau Plarre und Frau, ich habe jetzt meine Brille nicht auf, die Damen stellvertretend im Prinzip für alle Bürgerinitiativen mal kurz genannt. Das ist eine qualitativ sehr hochwertige Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie so prominente, gute Redner gewinnen konnten. Ich glaube, das ist auch unangreifbar, nicht nur von den Fakten her. Meine Damen und Herren, Sie kennen meine Position, deswegen werde ich die jetzt nicht nochmal im Detail erläutern. Ich will trotzdem sagen, ich weiß, dass jeder von Ihnen schon lange, lange, lange kämpft und jeder die Themen bei sich vor Ort hat und der ein oder andere auch zwischendurch mal verzweifelt und fragt, ob es sich lohnt. Ja, es lohnt sich und die Demokratie erfordert es, dass man genau das aufbringt, was Sie hier machen. Manchmal kann man als Politiker, ob nur normaler Mensch oder nicht normaler Mensch, je nachdem, wie Sie es einklassifizieren, ich glaube, wir gehören da schon dazu alle, kann man nur den Hut ziehen und immer wieder sagen, ja, es ist leider Gottes so und es bewegt sich ein bisschen was. Ich habe vorhin mit Frau Kroll gesprochen. Es dauert manchmal lange, aber der Umdenkprozess bei Politikern, das gehört es wahrscheinlich zu dem Wesenszug von Politikern dazu, dauert etwas länger. Ich musste mir mal sagen lassen, du kannst das doch alles nicht so mit einem Vorschlaghammer machen, die Dinge müssen sich doch prozessual entwickeln. Dafür als normaler Mensch Verständnis zu haben, ist schwer. Vielleicht inhaltlich noch mal ganz kurz, ich brauche eigentlich nicht viel mehr Diskussionen und Fakten. Mir soll jemand erklären, warum wir ein einziges Windkraftrad in Brandenburg noch aufstellen sollen, wenn gerade mal 60% der produzierten Windkraft nutzbar ist. Solange wir die 40%, vielleicht sind es mittlerweile 61, ich weiß es nicht, ist mir ehrlich gesagt auch egal, nur rein als Betriebswirtschaftler, also Volkswirtschaft, war ich nicht ganz so gut, aber bei Betriebswirtschaft, das reicht dann auch zum Überlegen dabei. Wenn wir zusätzliche Gelder in die Hand nehmen und diejenigen dafür entlohnen, dass sie Windkraftanlagen aufstellen, verstehe ich das von Seiten der Windkraftanlagenbauer, aber von Seiten der Politik verstehe ich schlichtweg nicht. Kümmern wir uns erstmal um die 40%, dass die nutzbar sind und danach können wir weiter diskutieren, ob wir irgendwo noch ein Windkraftrad hinstellen. Vielleicht kurz und knapp dazu. Danke. Schön. Frau Ludwig, es hat sich der Herr wieder gemeldet zu Wort. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Landtagsabgeordneter für BVB Freie Wähler. Wir sind ja auch seit September 2014 als kleinste Gruppe im Landtag vertreten. Ich möchte eingangs zur nächsten Volksinitiative gratulieren und mich bedanken für dieses beispielgebende Engagement. 28.000 Unterschriften in kurzer Zeit sprechen für sich. Und ich kann für unsere drei Landtagsabgeordneten sagen, wir werden der Volksinitiative im Landtag selbstverständlich zustimmen. Inhaltlich, meine Damen und Herren, finde ich es beschämend, dass wir den Fakt, dass sie schon jetzt die höchste Anzahl an Windkraftanlagen in Ostdeutschland und die zweithöchste Anzahl an Windkraftanlagen im bundesweiten Vergleich in der Diskussion durch die Landesregierung immer wieder hinten angestellt bekommen. Und angesichts dieses Faktums dann zu fordern, die Windkraftanlagen noch zu verdoppeln, denn das ist geplant laut Energiestrategie der Landesregierung, halte ich für unverantwortlich. Und nicht nur deswegen, weil es wirtschaftliche Risiken birgt, sondern auch deswegen, weil es die brandenburgische Kulturlandschaft zerstört, die wir so alle lieben. Und das hat mit Umweltschutz nichts zu tun. Und wenn wir uns die wirtschaftlichen Kennzahlen dann noch genauer ansehen, es ist nun geplant, auf 10.500 Megawatt hochzugehen, aus der Windkraft heraus. 10.500 Megawatt durch die Verdoppelung der Anlagen, das soll dann die maximale Nennleistung werden. Und die Landesregierung sagt in einer Antwort auf unsere kleine Anfrage, dass die Speicherkapazitäten bei 17 Megawattstunden liegen. 17 Megawattstunden bei dem geplanten Ausbau auf 10.500 Megawatt. Und sie sagt auch, Zitat aus der Antwort der Landesregierung, an weiteren Speichermöglichkeiten, Speicherkapazitäten, Speicherwegen wird nicht geforscht. Wer angesichts dieser Situation einfach
weitermacht und weiterbaut, der versündigt sich an der Landschaft in Brandenburg und das hat mit Umweltschutz auch nichts zu tun. Und deswegen lehnen wir ein Weiter-so ohne die entsprechende wissenschaftliche Basis ganz klar ab. Ja. Ja, danach Herr Rostock. Er war ein bisschen früher, Herr Rostock. Ja, schönen guten Abend. Vorgestellt habe ich mich ja schon. Ich habe erst gesagt, ich möchte Sie heute nicht allein lassen. Und das habe ich durchaus wörtlich gemeint. Den einen Vortrag kannte ich nämlich schon. Es ist natürlich ein bisschen kritisch zu sehen, dass man sich nur eine Sache einlädt. Erstmal finde ich es gut, dass es stattfindet. Das ist total in Ordnung. Alles super und toll. Aber dass man sich sozusagen nur Gegner einlädt und nicht auch noch Befürworter, sodass wirklich eine konstruktive Diskussion zustande kommt, ist natürlich ein bisschen kritisch zu sehen. Aber jetzt kommen wir zu den Fakten. Es wurde gesagt, dass die erneuerbare Energie keine neue Technologie hervorruft. Die Windräder werden mit jeder Aufbaustufe moderner. Die Photovoltaik ist angefangen oder hat angefangen mit ungefähr einem Wirkungsgrad von 10%. Wir sind jetzt bei 15% und es geht weiter. Dann ganz konkret zu dieser Folie. Wir setzen damit ein Gesetz um, was der Bund 1994, glaube ich, erlassen hat. Nämlich, dass die Windenergieanlagen privilegiert im öffentlichen oder im Raum aufgebaut werden dürfen. Das ist ein Bundesgesetz. Und gleichzeitig gab es Befürworter und auch Gegner. Das ging so weit, dass das Oberverwaltungsgericht von Brandenburg eine Entscheidung getroffen hat, dass der Windkraft substanziell Raum eingeräumt werden muss. Und dieses Gerichtsurteil hat das Bundesverwaltungsgericht aufgenommen, also das höchste Verwaltungsgericht in Deutschland, und hat es bestätigt. Und substanziell Raum heißt 2%. Und genau so machen das die regionalen Planungsgemeinschaften. Manche sind ein bisschen drunter, manche sind ein bisschen drüber. Was die Planung vor Ort betrifft, ist es so, Sie haben zwar gerade gesagt, Sie haben da kein Mitspracherecht, aber es gibt ja Abgeordnete seitens des Kreistages und auch Bürgermeister, die in dieser regionalen Planungsgemeinschaft mit drin sind. Die haben das Mitspracherecht. Das heißt, also man kann sich auch an seine Abgeordneten wenden. Und dann, ja, ich war selber mal Regionalrat in Lausitz-Spreewald in der Planungsgemeinschaft, also bei uns war das so. Dann zur Bezahlbarkeit. Seit 1.1. ist der Satz, den wir sozusagen als Umlage bezahlen, gesenkt worden, ne, auf 5,4 Cent. Ja. Und noch ein Punkt, weil das erst auch angesprochen worden ist, ich bin selber Förster vom Beruf, jetzt natürlich im Landtag, aber vom Beruf Förster. Und ich habe in Peitz gearbeitet und habe mir angesehen, wie dort der Tagebau den Wald frisst. Das ist wesentlich brutaler als das hier. Wesentlich brutaler. Und auch das werden wir noch eine Weile, die Speichermöglichkeiten hier sind ja angesprochen, erdulden müssen. Und was die Windkraft im Wald selbst betrifft, ist es so, draußen auf dem Bild kann man das relativ deutlich erkennen, dass es eben nicht die schönen Waldbilder sind, die dafür geopfert werden, wie sie hier erst gezeigt worden sind, sondern das ist der reine Kiefernknack. Dann, wenn es nicht so ist, ist etwas falsch gemacht worden in der Planung. Genau. Dann ist etwas falsch gemacht. Folgendermaßen läuft das nämlich. Die Landesforstverwaltung hat jede Waldfläche mit einer Waldfunktion belegt. Die ist außerdem notwendig, wenn man Wald nutzen will, zum Beispiel um irgendeine Straße zu bauen, braucht man auch diese Waldfunktion, damit man den Ersatz für den Eingriff festlegen kann. Und nur bei der Waldfunktion Nutzwald darf Wind im Wald existieren. Nur bei dieser Waldfunktion. So ist es in Brandenburg festgelegt. Und wenn das nicht passiert ist, dann ist entweder beim Förster, der das ausgewiesen hat, was falsch gemacht worden, oder nachher in der regionalen Planungsgemeinschaft. Das muss man dann konkret auch ansprechen. Und dann nochmal zur Fläche. Dort draußen ist es eigentlich auch falsch dargestellt worden, weil ich selber schon diese Bescheide gesehen habe. Etwa ein halber Hektar wird dauerhaft für eine Windkraftanlage benutzt. Ein halber Hektar. Danke. Ist noch an?
Ich möchte gerne dem Herrn Roig antworten. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Als erstes, Sie haben... Ach so, na gut, ich muss bloß eins klarstellen, dass... Okay, gut. Herr Rostock, Sie sind der Nächste. Und dann Herr Christophers, Herr Breetz und... Ja, gleich. Ja, guten Abend, ich bin Clemens Rostock, Landesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer über solche Diskussionen. Und als Erstes möchte ich natürlich sagen, Glückwunsch für die Unterschriftenanzahl, die Sie bereits gesammelt haben. Wir finden es immer gut, wenn sich Bürger zusammentun und die Sache selbst in die Hand nehmen. Dafür haben wir gekämpft, da stehen wir in der Tradition. Also herzlichen Glückwunsch. Wir sind natürlich nicht Ihrer Meinung, das glaube ich, brauche ich glaube ich nicht sagen, das werde ich jetzt auch noch erläutern. Die Vorträge waren unterschiedlich gut. Ich rate Ihnen, sich eher an Professor Weimann zu halten. Ich bin auch Volkswirt und habe Energiewirtschaft studiert und konnte bei den größten Teilen auch nicken. Gehe aber gleich nochmal darauf ein. Was richtig ist, dass der Begriff Energiewende falsch benutzt wird und dass wir hier über eine Stromwende reden und dass die anderen Bereiche damit nicht benannt sind. Das heißt aber nicht, dass da nichts passiert. Es gibt ja genauso Verkehrspolitik und Wärmepolitik, es gibt ja auch ein erneuerbare Wärmegesetz und so weiter. Dass Klimapolitik weltweit angegangen werden muss, ist auch total richtig und dass Frau Merkel da mehr tun muss, ganz unsere Meinung. Ich bin da trotzdem ganz positiv gestimmt, sozusagen, dass Kooperation weltweit nötig ist. Es wird immer gesagt, sowas gab es noch nicht. Es gibt aber schon ein relativ naheliegendes Beispiel, das ist das Ozonloch. Da ist durchaus weltweit was passiert. Durchaus sozusagen gegen eigenes Interesse von nationalen Eigeninteressen hat sich die Welt zusammengetan und hat FCKW und so weiter, ne, gibt es nicht mehr in Kühlschränken. Zu den Vorträgen, darauf sollen wir uns ja vor allen Dingen nicht so viel Politik erzählen, sondern auf die Vorträge eingehen. Was mich stört oder gestört hat, ist nicht das, was gesagt wurde, zu Teilen auch, aber auch das, was dann eben nicht gesagt wurde oder wie bestimmte Grafiken dargestellt werden. Da fängt denn die Achse nicht bei Null an oder teilweise wird dann von allen Energieformen gesprochen, dann wieder nur von Windkraft und immer nur so, wie es gerade ins Konzept passt. Das ist ein bisschen schade. Und ich hätte mir gewünscht, was der Kollege eben schon indirekt angesprochen hat, also ist jetzt auch schwierig in einem kurzen Statement, zwei halbstündige Vorträge sozusagen dagegen was zu sagen, deswegen nenne ich nur einige Punkte. Zum einen wird immer klein geredet, wie wenig Windkraft beiträgt, aber wir haben auch gesehen, 23% des Stroms letztes Jahr, 23% des Stroms ist doch nicht wenig, ja, kommen aus erneuerbaren Energien. Und das ist doch mal was Tolles, ja, als Ende der 90er waren es noch 4%. Nein, ich rede von allen erneuerbaren Energien. Die Windkraft wurde gesagt, hat 8%. Und dann wurde gesagt, wenn wir ein Viertel Windkraft von unserem Strom decken würden, dass wir dann alle 8 Kilometer einen Windpark bräuchten. Das ist aber nur die dreifache Menge. Das kann man sich ja heute, das ist ja offensichtlich, dass das nicht hinhauen kann. Also deswegen sagte ich auch immer an Professor Weimann halten, Vernunftkraft sehe ich, also da habe ich große Schwierigkeiten. Dann wird sehr viel vom Status quo, aber nicht in der dynamischen Folge diskutiert. Wenn Sie von den Grenzkosten reden, was ist dann irgendwann, wollen wir ja vielleicht mal nichts mehr aus der Erdkruste rausholen, um in die Atmosphäre zu blasen, sondern innerhalb der Atmosphäre klarkommen mit unserem Energiehaushalt. Dann müssen wir schon dafür sorgen, dass auch was nachwächst. Und das muss auch kommen. Und wir sind ja nicht, wir fangen ja nicht bei Null an, wir haben ja eine Fahrtabhängigkeit. Es sind viele Investitionen, viele Subventionen in andere Energieträger geflossen. Und da muss ja was... Okay, ich muss mich kurz halten. Dann, ja, ich habe noch einige Punkte, die ich gerne auch, ich komme gerne nochmal und mache auch einen Vortrag und sage, was ich anders darstellen würde. Ich wollte nur noch zum Schluss sagen, dass wir auch Kritik üben als Grüne. Uns gefällt auch nicht, wie die Energiewende stattfindet oder die Stromwende. Also wir haften ja auch immer für vieles oder wir werden für vieles in Haftung genommen, was wir ja gar nicht verantworten. Ne? Also wann waren wir das letzte Mal in Brandenburg in der Regierung? Ist lange her. Und auch Herr Trittin mit seiner Kugel Eis, also ne, er ist ja lange nicht mehr in Verantwortung. Es sind ja andere Dinge danach passiert. Ja, aber er war nicht in der Regierung und er hat nicht dafür gesorgt, dass die ganze Großindustrie befreit wurde von der EEG-Umlage zum Beispiel.
Drei kleine Punkte, wirklich ganz, das sind nur ganz kurze Punkte. Mich freut, dass Sie sehr viel über den Naturschutz argumentieren und gucken Sie auch an die Naturschutzverbände, was die sagen, der BUND und der NABU. Ist auch nicht immer einfach, was da für Diskussionen laufen. Aber der wichtigste Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, das, was ich immer gut finde, auch wenn ich manchmal Diskussionen schräg finde, Einsparung ist eigentlich das Wichtigste. Und dass uns bewusst wird, wir können nicht immer mehr, mehr und mehr Rindfeder sorgen dafür, dass unser Verbrauch, unsere elektrischen Brieföffner, unsere elektrischen Fliegenklappen, dass die sichtbar werden, wo das eigentlich herkommt, dass das nicht nur aus der Steckdose kommt. Das müssen wir nicht nur auf den Strom übertragen, sondern auf unsere allgemeine Lebensweise. Dann kommen wir zu einer grünen Sache. Bleiben Sie kritisch. Ja, vielen Dank. Herr Professor, gestatten Sie mir genauso offenes Wort, wie Sie das auch in Ihrem Vortrag gemacht haben. Also zunächst erstmal, ich möchte ein Stück weit zurückweisen, dass Politiker keine Zahlen aufnehmen oder sich mit dem Gegenstand nicht so intensiv beschäftigen, sage ich mal, dass sie möglicherweise auch die eine oder andere Aussage treffen können. Einige im Saal kennen mich vielleicht noch aus den letzten Jahren. Ich habe zur Energiewende rund 140 Veranstaltungen gemacht und ich sag mal auch bin auch bei sehr vielen Bürgerinitiativen gewesen und habe mich auch dieser Diskussion gestellt, sage ich mal. Und bin auch heute in einer Situation, dass ich möglicherweise nicht jeder Auffassung sozusagen auch recht geben kann. Herr Professor, ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten, ob der Deckel, den Sie erwähnt haben, richtigerweise, was den europäischen CO2-Handel betrifft, ob das ein zureichender ist, ob der Funktionsmechanismus tatsächlich funktioniert, wie Polen, wie Tschechien und wie andere Länder reagieren werden, das wissen Sie sicherlich. Insofern ist das der erste Punkt, sage ich mal, bevor man über den Emissionshandel, ich sage mal, nationale Energiepolitik bewertet, muss man sich über die Funktionsfähigkeit auch nochmal diskutieren, ob es diskutiert. Das Zweite ist, ich war in China, ich habe mit den nationalen Beauftragten für erneuerbare Energien in China reden können und ich kann nur sagen, in China wird mehr für erneuerbare Energien ausgegeben als in der gesamten Europäischen Union, hat nichts damit zu tun, dass die Emissionswerte in China weiter ansteigen werden. Das muss man einfach auch so deutlich sagen, da haben Sie völlig recht. Und ich finde auch solche Länder wie Indien oder anderes, wenn entwickelte Industriestaaten sich heute hinstellen und sagen, mit Verweis auf den Klimawandel, ihr dürft nicht mehr wachsen, dann sage ich mal, dann wird man doch keine Akzeptanz bekommen. Das ist schlicht und greifend so. Und der CO2-Ausstoß in Brasilien, Indien und China wird erstmal steigen in den nächsten Jahren, bevor er möglicherweise durch Technologietransfer dann auch tatsächlich ein Stück weit reduziert werden kann. Zu der Diskussion hier und jetzt. Erstens, ich stimme beiden Vorträgen in einem Punkt ausdrücklich zu. Das ist die Frage Systemintegration, Speicherfähigkeit und alles, was damit dazu gehört. Und da würde ich aber zugleich sagen, die bereits öfters angesprochene Energiestrategie 2030 setzt genau das als einen Schwerpunkt. Und wieder die Antwort würde ich mir gerne auch nochmal durchlesen. Ich habe das Zitat jetzt nicht drauf. Ich kann nur sagen, dass im Bereich des Wirtschaftsministeriums 60 Millionen Euro bereitstehen, technologieoffen zu forschen für Technik- und Netzintegration, für temporäre und stationäre Speichersysteme aus verschiedenen Technologien sozusagen. Das heißt also, das ist in der GRW so vorgesehen, die Richtlinie ist da. Ich gucke mir das gerne an, wieder darüber können wir gerne noch eine Diskussion führen. Das Zweite ist, auch das ist ein Punkt, sage ich, wir reden nur über Strom, wir reden fast nicht über Wärme und Mobilität. Das war mal der Ursprung der Energiewende. Und da kann ich auch nur sagen, auch da sind wir in der Energiestrategie 2030, zumindest was das Land Brandenburg betrifft, haben wir diese drei Punkte zusammenzubinden. Und zur Einsparung noch einen Satz. Man muss natürlich auch mal rechnen, was Einsparung kostet. Also ich glaube nicht, dass die Einsparung im privaten Bereich beispielsweise uns tatsächlich helfen würde. Ich habe mir die Zahlen auch mal angeguckt. Sämtliche Einsparungspotenziale, die erschlossen worden sind, sind zum Beispiel durch den Strombedarf der Großrechner und der großen Stationen in Frankfurt, Main und vor allen Dingen in Hessen im Bereich Bankwesen völlig aufgesaugt worden. Die verbrauchen mehr Strom als mancher Industriebetrieb. Zurück zur Frage Windkraft. Ich weiß, wie emotional das Thema ist. Ich habe das mehrfach erlebt und weil Barnim-Uckermark angesprochen worden ist, ich habe mir die Karte vorher noch mal angeguckt, Barnim-Uckermark ist auch eine der regionalen Planungsgemeinschaften, wo verschiedene Windeignungsgebiete reduziert worden sind. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, nicht jeden, aber ich sage mal zumindest zum Teil. Und das Zweite ist, ja, wir haben das Ziel 2% Landesfläche und ich will dazu sagen, dass ich dazu auch stehe, weil ich im Gegensatz zu einigen Ausführungen, die heute gekommen sind,
der festen Überzeugung bin, dass der Bereich erneuerbare Energien in der Energiewende eine Rolle zu spielen hat. Was zugleich passieren muss, und das sind die letzten drei Sätze, das ist erstens eine Reform des EEG. Das wissen wir alle. Das wissen wir alle, sag ich mal. Das wird seit Jahren vor uns hergeschoben. Das muss man auch mal so deutlich sagen, unabhängig davon, welche Farbenlehre auf Bundesebene hier tatsächlich die politische Macht ausgeübt hat. Dazu hat Brandenburg seit 1999 mehrere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Und da ich die Diskussion selbst geführt habe, kann ich auch sagen, woran es gescheitert ist, zum Teil an Einsicht aus Bundes-, aber auch an egoistischen Länderinteressen. Machen wir uns nichts vor. Also zu Netzausbaukosten war der Süden Deutschlands nicht bereit, eine bundesweite Umlage beispielsweise überhaupt in Erwägung zu ziehen. Das bewegt sich jetzt. Das Zweite ist, wir brauchen, was die Frage Technologieschub betrifft, brauchen wir eine Umlenkung der Mittel. Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, Professor. Was gegenwärtig nicht ausreichend unterstützt wird, ist die technologische Entwicklung. Photovoltaik ist mittlerweile logischerweise Alltagsgeschäft. Das macht jeder. Das Problem ist nur, die Systemintegration kann kaum jemand. Und das ist etwas, was jahrelang versäumt worden ist. Ich höre sofort auf. Und alle letzte Bemerkung, ich möchte mal eine Lanze für die regionalen Planungsgemeinschaften wirklich brechen. Ich weiß, mit welchen Kriterien und mit welchen Druck auch die regionalen Planungsgemeinschaften arbeiten müssen. Und es ist doch nicht nur so, dass es nur Windkraftgegner gibt. Das Land Brandenburg ist ein Prozessrisiko von 1,2 Milliarden Euro eingegangen, weil wir als Land Brandenburg in der letzten Legislaturperiode das Aufstellen von Windrädern außerhalb von genehmigten Windeignungsgebieten, zum Beispiel in der Lausitz, untersagt haben. Wir werden von jedem verklagt, von Kommunen, von Bürgerinitiativen und von vielen anderen. Und insofern bin ich gerne bereit, über vernünftige Wege an der Energiewende zu reden. Für mich ist allerdings der Bereich der Energiewende selbst, einschließlich der erneuerbaren Energien, es steht für mich außer Frage, dass wir ihn brauchen. Über die Wege, wie das am kostengünstigsten sein kann, bin ich gerne bereit zu reden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst eingangs sagen, mit meiner Kollegin Saskia Ludwig, mit meinem Kollegen Danny Eichelbaum, hoffe ich, dass Ihnen bekannt und bewusst ist, dass wir über 6 Jahre lang mittlerweile sehr engen Kontakt zu Ihnen, zu den Bürgerinitiativen gehalten haben, dass uns vor allem eines wichtig war, Sachinformationen zusammenzutragen und über dem Wege der kleinen und großen Anfragen immer auch einen Beitrag zum Informationsfluss zu leisten. Und ich denke, das ist jedenfalls mal eine Erwähnung wert, dass wir hier auf der Sachebene immer zur Informationsgewinnung und zur Versachlichung der Diskussion beigetragen haben. Lassen Sie mich eingangs ein Statement vortragen, was mir wichtig ist. Ich habe das im Landtag gesagt und kann es auch hier sagen. Wir befinden uns in der Energiewende politisch gesehen am Rande der nicht mehr Administrierbarkeit. Warum? Weil wir einen Verteilungsmechanismus in Gang gesetzt haben, wo, wenn wir an einem kleinen Zahnrädchen drehen, derartige Auswirkungen in Gang gesetzt werden, die politisch am Rande der Beherrschbarkeit liegen. Kurzes Statement von mir deshalb: Dieser Rahmen muss gänzlich geändert werden, und zwar nach einem Prinzip, erstens dem marktwirtschaftlichen Prinzip aus Angebot und Nachfrage und zweitens, und das ist auch wichtig, nach dem Prinzip der Technologieoffenheit. Ich halte nichts davon, wenn Politik vorgibt, dass diese oder jene Technologie besonders förderungsfähig sei oder nicht. Das führt Das führt stets dazu, dass es zu Ineffizienzen kommt. Und lassen Sie mich auch sagen, und jetzt möchte ich etwas Landespolitisches sagen, weil ich finde, wir sind ja hier in Brandenburg und es geht ja um unser Land Brandenburg. Ich sage Ihnen, der Fehler im Land Brandenburg, und ich möchte jetzt keine Kritik hier in irgendeine Richtung tätigen, ich stelle das ganz nüchtern fest. Unser Kritikpunkt im Lande Brandenburg war der, dass wir eine Strategie gefahren haben, die allein auf Erzeugerkapazitäten gesetzt hat. Also sozusagen, wir stellen Erzeugerkapazitäten ins Land und haben eigentlich die Fragen nicht beantwortet, was wollen wir mit diesen Erzeugerkapazitäten? Und dies stellt zugleich die Sinnfrage und die verständliche Frage, wie soll das im Ergebnis, welchem Zweck soll es dienen und wofür nehmen wir gewisse Einschränkungen in Kauf und in Frage. Und deshalb ist es auch wichtig und richtig, darüber nachzudenken. Lassen Sie mich auch sagen, und das
das ist auch immer wieder wichtig zu betonen, dass es auch einen vernünftigen Aspekt gibt, diese Fragen sachlich und vernünftig zu klären. Das Land Brandenburg hat die höchsten Energiepreise in der Bundesrepublik Deutschland und wir müssen ein Interesse daran haben, dass Energie bezahlbar bleibt für Menschen und für Unternehmen und dass die Energiewende nur gelingen kann, wenn Vernunft die oberste Maxime ist. Und lassen Sie mich, Herr Professor, noch einen Nebensatz sagen. Und den möchte ich Ihnen genauso offen sagen. Eine Sache, und die möchte ich hier nicht unausgesprochen lassen. Warum wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind, hat nicht nur damit zu tun, über die Frage der Beherrschbarkeit der technischen Risiken nachzudenken. Lassen Sie mich bitte auch ergänzen, die Endlagerfrage des Atommülls ist in der Welt und darüber hinaus nicht gelöst. Und diese Lasten, die wir nachfolgenden Generationen, insbesondere auch deren Kosten aufbürden, macht uns sozusagen die Eigenverpflichtung, unsere nachfolgenden Generationen nicht unnötige Lasten weiter aufzuerlegen. Deshalb teile ich die Einschätzung, dass der Atomausstieg allein aus diesem Argument heraus richtig und konsequent war. Und letzter Punkt von mir, ich bin ein großer Freund, all die kluge Innovation, die in Deutschland herrscht, dazu zu nutzen, dass wir unsere Energieeffizienz vorantreiben. Denn jede Energie, die wir nicht verbrauchen, ist keine, die erzeugt werden muss, wobei das physikalisch nicht ganz korrekt ist, aber ich bin mir darüber im Klaren, nicht erzeugt werden muss und nicht verteilt werden muss. Mir ist der Energieerhaltungssatz in der Physik durchaus bekannt, keine Sorge. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, diese Diskussion auf sachlicher Ebene zu führen. Und so manche politische Attacke hier aus dem Hinteren nehme ich zur Kenntnis, aber ich weise sie mit Entschiedenheit zurück. Vielen Dank. Herr Schulze. Herr Schulze, Sie hatten sich gemeldet. Ja, lieber Herr Breetz, ich habe ja noch gar nicht geredet, aber ja, es geht auch nicht gegen Sie. Also erstmal wunderschönen guten Abend. Ich möchte ein Wort von George Bernard Shaw voranstellen. Er sagte mal, der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passten auch heute noch. Was will ich damit sagen? Das, was gestern richtig war, muss heute längst nicht mehr richtig sein. Ich will eins grundsätzlich sagen, dass ich da auch nicht missverstanden werde. Ich denke, es gibt viele gute Gründe für erneuerbare Energien. Aber die Frage ist nicht, ob ich etwas mache, sondern wie ich etwas mache. Und ob ich eine gute Idee pervertiere. Und nach meiner persönlichen Auffassung gibt es mittlerweile sehr, sehr viele gute Gründe. Und ich glaube, mehr gute Gründe, die Sache mit den erneuerbaren Energien zu stoppen, innezuhalten und nachzudenken, was tun wir da eigentlich und welchen Sinn macht es noch? Und hier ist ja von verschiedenen Leuten schon die Vernunft bemüht worden. Und ich sage mal, Vernunft ist eine Frage der Vernunft hier. Das heißt auch, dass man das, was man gestern getan hat, heute in Frage stellt. Und das sehe ich leider bei vielen nicht, weil hier auch eine Ideologie die Rolle spielt, nach dem Motto, das Gute muss durchgesetzt werden, koste es, was es wolle. Und das ist ein Problem. Denn mit diesem Slogan ist ja die französische Revolution mal losgezogen und sie ist knietief in Blut und Tränen wartend geendet. Und im Prinzip ist es mit den erneuerbaren Energien aktuell auch so. Der Punkt ist, nehmen wir doch nur mal die Dinge, die jetzt im Raume stehen. Was ist denn für die Durchsetzung der Ziele, die man mal festgeschrieben hat, bisher alles getan? Man hat die tierökologischen Abstandskriterien schlicht und einfach gecancelt. Ja, die hat es gegeben, da stand drin, das und das muss passieren, damit die Natur nicht zu sehr in Mitleidenschaft kommt. Über Bord geworfen, weggeschmissen, geschreddert, ist nicht mehr. Ja, dann muss man sich einfach fragen, wer war das? Gut, die Tierabstandskriterien hießen TAC und die Ministerin hieß auch TAC. Ja, nur einmal mit C und einmal ohne C. Das Zweite ist, ich will noch kurz auf Herrn Reuk eingehen. Sie sagten, Windkraftanlagen gibt es nur in Kiefernwäldern. Da kriege ich ja echt einen Lachanfall. Ja, da können wir uns hier in der Nachbarschaft angucken. Ja, und dann sage ich einfach, das gehört mit zu einer Form von Wirklichkeitsverweigerung. Ich bin einfach dafür, dass wir die Fakten als solche analysieren und dann anhand von Fakten uns weiter sozusagen fortbewegen. Nehmen wir hier sozusagen Zossener Wirachteiche, ist ein Mischlaubwald mit Eichenbeständen etc. Da sollen jetzt 30 Windkraftanlagen reingebaut werden. Stimmt einfach nicht. Und diese Beispiele gibt es ganz viele. Und warum hat denn das Landesumweltamt zu verschiedenen Windkraftanlagen im Rahmen der Regionalpläne Widerstand angekündigt? Er sagt, in den Stellungnahmen ist nicht geeignet, nicht vertretbar und so weiter. Und ist weggewischt worden. Ist weggewischt worden und zwar von ganz oben mit ministerialer Rückendeckung. Das ist die Wahrheit.
Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wenn Argumente einfach mit Gewalt, mit Regierungsgewalt weggewischt werden, dann ist irgendwas faul im Staat in Dänemark. Das kenne ich schon aus DDR-Zeiten, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und ich persönlich bin dafür, dass wir sagen, okay, wir lehnen erneuerbare Energien, auch Windkraft, nicht grundsätzlich ab. Das kann man nicht, das wäre auch ideologisch und wäre auch falsch. Aber wir fragen, an welcher Stelle ist es geeignet, was bringt es uns, sind die Kosten höher als die Nutzen, etc., was hat das für Auswirkungen? Und das findet eben nicht statt, weil hier, erinnert mich wieder an DDR-Zeiten, einfach ein Plan nach dem Motto, das haben wir so beschlossen, das muss durchgesetzt werden, kostet es, was es wolle. Und das ist im Prinzip das, wo es dann falsch wird. Und lange Rede, kurzer Sinn. Nehmen wir mal die 3000 Windkraftanlagen, die jetzt in 4 Jahren aufgestellt werden. Von 2003 bis 2014 sind 3500 Windkraftanlagen aufgestellt worden. Also in 11, 12 Jahren 3500. Jetzt sollen in 4 Jahren nochmal 3000 nachgeklotzt werden. Da muss man sich mal überlegen, was das für eine brutale Form von Vergewaltigung ist. Was kostet das an entsprechenden Flächen? Sie haben gesagt, Herr Roig, eine Windkraftanlage, einen halben Hektar. Ich habe dazu eine kleine Anfrage gemacht, wir werden die Antwort sehen. Ich glaube, Sie werden da ganz falsch liegen. Sag ich mal, es wird mindestens ein Hektar, wenn nicht noch mehr sein. Und wenn man die Waldwege, die dazu benötigt werden, mit einberechnet, die ja nicht verschmälert werden dürfen, auch nicht nachdem Anlagen da stehen. Ich glaube, wir kommen bei den 3000 Windkraftanlagen locker auf 30, 40, 50 Quadratkilometer Wald, die dafür geopfert werden. Und da muss man sich fragen, will ich das? Ich persönlich will das zurzeit nicht, weil es bringt nichts. Die Netze sind voll, wir exportieren den Windstrom für Geld in andere Länder, weil wir ihn selber nicht nutzen können. Die Leute, die Windkraftanlagen haben die Dinger dastehen, werden bezahlt, ob die Dinger sich drehen oder nicht drehen, und zwar auf unsere Kosten. Und das halte ich für falsch. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst bedanken für die beiden wirklich sehr aufschlussreichen Vorträge. Und ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Bürgerinitiativen hier im Lande und insbesondere bei Vernunftkraft, dass hier so viel zivilgesellschaftliches Engagement zutage tritt, weil ohne sie würde sich dieser Themen sicherlich niemand so intensiv annehmen. Deswegen also hier an der Stelle mein herzlichster Dank an Sie alle, an Sie als Bürger. Und nun haben wir hier schon die unterschiedlichsten Vorträge auch meiner Kollegen aus dem Landtag vernehmen können. Das geht einerseits von dem Verständnis natürlich auch für Ihre Tätigkeit. Es geht um das Verständnis der Kritik an der Energiewende etc. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist also durchaus nicht so, und da schließe ich mich Herrn Schulze an, was Herr Roig vorhin meinte, dass es sich hier tatsächlich nur um Kiefernbestände handelte, wo Energieanlagen reingebaut werden. Nein, nein, wenn wir uns die Wälder um Werder anschauen, dann stellen wir fest, dass das also tatsächlich hier auch Mischwaldbestände sind. Und wir alle wissen, dass aufgrund des Waldumbaus insbesondere Mischwälder hier sehr wertvoll sind für unser Land. Und wenn das wieder aufs Spiel gesetzt wird durch die sogenannte Energiewende, dann halte ich das für einen fatalen Fehler, den wir hier nicht begehen sollten. Und im Übrigen kann man technologisch oder auch in anderen Argumentationen hier handeln. Was ich sehe, ist einfach eine Technologie, die hier angewendet wird, wie gerade gesagt wurde, auch so auf Teufel komm raus und koste es, was es wolle, die tatsächlich Strom erzeugt, dieser Strom aber nicht speicherbar ist, zumindest nicht im industriellen Maßstab, wie wir das benötigen, um für eine sichere Stromversorgung zu sorgen. Und meine Meinung dazu ist ganz einfach, solange es keine technologischen oder keine Technologie für eine effiziente und gute Speichertechnologie im industriellen Maßstab gibt, kann man nicht weitere Windkraftanlagen oder Solarparks errichten, weil sie dafür sorgen, wie wir das heute gehört haben, dass überschüssiger Strom einfach irgendwohin verschenkt wird. Meine Damen und Herren, und eins ist auch völlig klar, all diese Dinge, die wir hier sehen, die hier an die Wand geworfen werden, die Bilder, all das, was heute hier besprochen wurde, all das begründet sich auf einem einzigen Gesetz, nämlich dem Gesetz der erneuerbaren Energien. Und es geht nicht darum, in vorderster Linie, dass etwas für den Klimaschutz getan wird. Nein, meine Damen und Herren, es geht hier einfach um Geld. Es geht um die Erzeugung und die Generierung von Geld. Und dieses Geld, was hier generiert wird, das
ist natürlich nicht für die breite Masse gedacht, also für uns alle als Stromverbraucher, sondern hier sind es Investoren, Landbesitzer etc., die sich tatsächlich an diesem oder über dieses EEG schadlos halten. Denn eins darf man natürlich auch nicht vergessen oder was man ins Kalkül ziehen sollte, wäre natürlich die Möglichkeit, das EEG von heute auf morgen abzuschaffen. Und meine Damen und Herren, ich wäre gespannt, wie viele Windräder dann tatsächlich noch gebaut werden würden. Vielen Dank. Ich saß letzte Woche auch schon mal hier in diesem Saal zum anderen Thema, und zwar zum Thema Flüchtlinge. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier aus der Gegend ist und weiß, dass hier ein Erstaufnahmelager für Flüchtlinge hinkommen soll. Um den Bogen mal groß zu spannen, Sie wissen, dass aktuell sehr viele Flüchtlinge zu uns kommen. Es lassen sich noch keine genauen Zahlen dazu sagen, wie viele davon Klimaflüchtlinge sind. Fakt ist nur, dass es mehr Klimaflüchtlinge werden. Und das, was wir dem entgegensetzen können, was international Konsens ist, was der Papst jetzt nochmal erzählt hat, wem auch immer der Papst wichtig ist, wo sich die G7 einig sind, was nationales Ziel ist, ist, dass man was gegen den menschgemachten Klimawandel tun muss. So. Jetzt ist die Frage, sind wir uns zu der Frage hier einig? Ich weiß es nicht genau. Das ist jedenfalls das Ziel, wo es hingeht. Und wenn man das als Ziel hat, dann muss man daran arbeiten, wie man CO2 einspart. Und da kann man darüber streiten, was da der beste Weg dafür ist. Da muss man über Grenzkosten reden, da muss man über die besten Technologien reden, aber man muss darüber reden. Wenn man das als Problem anerkennt und wenn man sagt, der Klimawandel ist menschgemacht, wovon wir überzeugt sind und ich glaube auch viele meiner Kollegen hier. Bei der Umsetzung wurde jetzt schon mehrfach thematisiert, da gibt es immer wieder Fragen, da gibt es immer wieder Probleme damit, die man sich natürlich ganz genau angucken muss. Ein zentrales Thema wurde ja auch schon angesprochen, ist die Speicherung von erneuerbaren Energien und da sind wir auf einem Weg, der gar nicht so erfolglos ist. Letzte Woche kam die Info, dass eins von den Speicherkraftwerken, was jetzt schon in Prenzlau steht, da in der kleinen Version gerade nach China exportiert wurde und dort wird es in größer aufgebaut. Das kann man finden, wie man will. Tatsache ist, wir haben hier einiges an Technologie, was auch international inzwischen eingesetzt wird. Bei der Energiewende ist auch ganz klar, das muss verträglich sein für Mensch und Umwelt. Und es muss auch kostengünstig sein. Zum Thema Kosten will ich auch noch mal kurz was sagen. Herr Breetz hat es angesprochen, die Kosten, die auf uns alle zukommen werden, sind zum Beispiel die Kosten vom Atommüllendlager. Sie wissen alle, dass die Atomkonzerne dafür nicht vorgesorgt haben. Jedenfalls nicht, ich komme gleich zum Ende, jedenfalls nicht in einem ausreichenden Maße. Das werden wir alle bezahlen müssen. Zweiter Kostenpunkt. Es sind 9 Milliarden Euro bisher reingeflossen in die Sanierung von DDR-Tagebauen. Das zahlen auch wir alle. Das zum Thema Kostengünstigkeit von der Kohle. Und die Kosten werden immer weiter verlängert. Aktuell wissen Sie alle, geht es noch weiter mit den Tagebauen und die Folgekosten, die da dranhängen, die müssen wir auch mit ins Auge fassen. Letzter Satz dazu, wir müssen gucken, wie wir es so verträglich wie möglich und so kostengünstig wie möglich hinkriegen. Nur so wird ein Schuh draus. Vielen Dank. Dankeschön für die Beiträge. Ich bitte um Verständnis dafür, dass also jeder von den Politikern, die hier etwas gesagt haben, auch nur einmal zu Wort kommen kann. Es ist leider auch nicht statementfrei geblieben, kann auch gar nicht sein, das liegt in der Natur der Sache, ist also verständlich. Und ich wurde gebeten und ich bitte auch dem ein wenig Raum zu geben, dass der Professor Weimann, nachdem er das alles gehört hat, mal kurz abschließend noch was dazu sagen darf. Vorsicht, ich habe ja noch gar nichts gesagt, es kann ja sein, dass ich nur Blödsinn erzähle. Das sollte man auch bei Professoren nie ausschließen, diese Möglichkeit. Ja, ich würde gern ein paar Sätze sagen. Ich bin ja nicht das erste Mal in solchen Diskussionen und leider ist es immer so in solchen Diskussionen, dass immer das Gleiche passiert. Nämlich, dass keiner von den angesprochenen Politikern letztendlich auf die Argumente eingeht, die man präsentiert hat. Das ist wirklich sehr schade. Ja, Moment. Ja, ist ja gut, aber zusammengenommen hatten Sie jetzt auch eine halbe Stunde und es ist keiner auf die Idee gekommen. Ja, Entschuldigung, aber...
Aber wieso kommt es dann auch, das ist keine Frage der Redezeit, glauben Sie mir, ich habe da wirklich genug Erfahrung. Ja. Dann sagen Sie mir bitte, ich gebe Ihnen gerne das Wort, dann sagen Sie mir bitte, was an dem Redundanzargument der Erneuerbaren falsch ist. Bitte, was ist daran falsch? Das wäre doch ein elementarer Punkt. Das ist der zentrale Punkt, den ich gemacht habe und darauf habe ich nichts gehört. Stattdessen kommen dann so Allgemeinplätze wie von dem Vertreter der Linken, Herr Christophers, dass er sagt, naja, also die Funktionsfähigkeit des Emissionshandels, da muss man hinterfragen. Ja, natürlich muss man hinterfragen, aber wenn man das tut, und das tun Wissenschaftler sehr intensiv, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass der wunderbar funktioniert. Und dann sieht man, dass das einzige Gegenargument, das präsentiert wird, das ist, dass ja die Preise zu niedrig sind. Und das sei das Argument, das ist dann das Argument, dass der Emissionshandel nicht funktioniert. Das ist ein grundlegend falsches Argument, weil dem lässt sich doch ausreden. Der Emissionshandel ist ein Mengeninstrument. Das heißt, wenn der Preis, der sich am Markt einstellt, der nur da bestimmt wird, dreimal so hoch wäre, wie er heute ist, würde deswegen nicht eine Tonne CO2 mehr emittiert. Der Preis signalisiert nur die Vermeidungsgrenzkosten im Gleichgewicht, um es mal technisch auszudrücken. Und wenn wir mehr vermeiden wollen, dann brauchen wir nicht höhere Preise, sondern einen niedrigeren Cap. Das ist nicht das Gleiche. Das ist der Trugschluss. Das ist richtig. Das ist richtig, aber der Preis signalisiert nicht, und das ist der Fehler, wie erfolgreich der Emissionshandel ist. Das signalisiert er nicht, das ist kein Signal oder kein Zeichen dafür, ob der gut oder schlecht funktioniert, wenn der Preis hoch oder niedrig ist. Hat damit gar nichts zu tun. Im Gegenteil, über einen niedrigen Preis sollten wir uns freuen, weil er zeigt, das, was wir uns als politisches Ziel gesetzt haben, auf europäischer Ebene, können wir zu relativ niedrigen Kosten realisieren. Und das gibt uns Spielraum, vielleicht den Cap tatsächlich weiter zu senken. Darüber sollten wir froh sein. Politisch wird das so ausgeschlachtet, dass man sagt, naja, sieht mal, der Preis ist zu niedrig, deswegen funktioniert der Emissionshandel nicht, deswegen brauchen wir das EEG. Das ist die politische Argumentation. Ich kenne die nun wirklich genug. Und gegen dieses Redundanzargument hat keiner von Ihnen irgendein Wort gesagt. Und ich frage mich, warum passiert das nicht? Es ist doch das zentrale Argument. Auch wenn Sie den gesamten erneuerbaren Strom speichern könnten und verdoppelt das zwar mindestens die Stromkosten, das ist ganz sicher so, auch mit Power-to-Gas geht das nicht anders, aber selbst wenn Sie das tun könnten, würde das immer noch kein CO2 einsparen, weil das Redundanzargument völlig unabhängig von der Speicherung gilt. Also es gibt, wie Sie es drehen oder wenden, wirklich keine vernünftige Begründung dafür, warum wir dieses EEG brauchen. Da wird dann auf technischen Fortschritt verwiesen. Mein Gott, natürlich werden die Windkraftanlagen leistungsfähiger, wir machen Repowering, die werden einfach höher. Und was mit Photovoltaik? Die Photovoltaikbranche hat 2008 aufgehört, den Anteil für Forschung und Entwicklung, den sie ausgibt, auszuweisen. Der lag damals bei 1,2%. Das war verschwindend gering. Die forschen nicht, die investieren in Kapazität. Das ist was anderes. Da sinken die Preise auch ein bisschen, aber mit Forschung hat das nichts zu tun. Also wir müssten wirklich an den Fakten argumentieren, diskutieren. Ich habe immer das Gefühl, es ist leider so, wenn ich versuche, diese Mechanismen zu erklären, sie in der Politik zu diskutieren, dass mir implizit letztendlich unterstellt wird, ich sei gegen Klimaschutz, ich bin nicht verantwortlich oder so etwas. Gut, aber das in die Richtung geht es, anstatt sich mit den Argumenten einfach mal auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich sehr schade finde und was Leute hier auch passiert. Es gibt unser Zeitrahmen nicht her, ein Streitgespräch jetzt hier zu entfachen, was wahrscheinlich auch zu nichts führen würde. Argumente sind vorgetragen worden und man sollte jetzt auch den Leuten, die hierher gekommen sind, die Möglichkeit geben, ebenfalls Argumente vorzutragen. Ob widersprochen oder unwidersprochen sei mal dahingestellt. Es muss die Möglichkeit sein, Herr Dr. Ziegel, Sie wollten noch kurz? Ganz kurz? Ich versuche es ganz kurz, wirklich, also Professor Weimanns Statement, wir sollten seine Fakten argumentieren und wirklich die Argumente diskutieren, kann ich wirklich nur voll unterstützen und vermisse das leider
bei den Vertretern der Grünen, gerade Sie sagen, dass Sie sagen, mein Vortrag hätte mir Ihnen nicht gefallen, verwundert mich nicht so sehr, das höre ich öfter, aber dann, was Sie gemacht haben, die Dame, ist ja genau das, also anfangen, einen Bogen zu spannen zu Klimaflüchtlingen und zur Atomenergie, ist vollkommen am Thema vorbei. Das ist wirklich schade. Also insofern teile ich etwas die Enttäuschung des Herrn Professor Weimann, aber ansonsten finde ich es ganz prima, dass Sie alle da sind. Dankeschön. Also, ja, mag sein. Es ist jetzt so, dass wir so viel wie möglich Leute noch zu Wort kommen lassen wollen. Ich merke mehr, wer sich gemeldet hat. Und wenn es dann eben nicht mehr geht, ja, dann müssen wir zu einem Schluss finden. Zunächst hatte mich Herr Klemm gebeten, etwas sagen zu dürfen. Bitte schön. Meine Damen und Herren Politiker, erstmal danke, dass Sie auch gekommen sind, dass auch die SPD vertreten ist. Und wir haben Ihnen nicht ganz umsonst diese gelben Mappen mitgegeben, darauf wollte ich hinweisen, weil diese gelben Mappen auf einige dieser Punkte, die Sie angesprochen haben, auch Antworten enthalten. Eine Antwort, die ich von der Bundesministerin für Umweltschutz, Frau Dr. Hendricks, persönlich im April bekommen habe, steht auch da drin, war auf eine Frage, ob ich was verpasst habe, dass 2022 die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, wir einen Atomausstieg propagieren, den alle Parteien mittragen im Bundestag, aber weiter Atomstrom importieren. Das hat ja mit Ausstieg nichts zu tun. Import ist doch dasselbe, als wenn ich es hier mache. Denn ich tue vor der Grenze den Atommüll produzieren und nutze das nur. Also es ist ein Placebo, was hier verkündet wurde und keine politische Wahrheit. Das heißt, wir werden betrogen. Und das muss ich mal deutlich sagen. Das Zweite, es ist eben nicht ganz so, der Vorsitzende der Grünen mag es mir entschuldigen, aber auch das finden Sie dort drin, gleich nach meinen Worten, 3 Folien von Rolf Schur. Das ist derjenige, der auch für die Bundesregierung im Übrigen diese Lastganglinien mitzeichnet, wo auch die Hochschulen alle von profitieren, und der macht das im Viertelstundentakt mit Tenet, mit 50 Hertz. Und wir haben ihn, anders als alle Bürgerinitiativen, die haben das nicht, aber Sie haben es jetzt, alle Anlagen, die erfasst sind bei diesen Betreibern, in ihren Heft reingeschrieben für Brandenburg. Mit der Volllaststundenzahl und der Windhäufigkeit ausgerechnet, nachprüfbar. Wir haben hier noch die Methode dazugelegt, sodass Sie nachvollziehen können, wie unrentabel diese Dinger sind. Beim Wirkungsgrad unter 30%, wenn ein hochmodernes Kohlekraftwerk 70 hat und ein hochmodernes... Ja, das wollen Sie nicht hören, aber das ist der Fakt. Und ein hochmodernes Gaskraftwerk noch höhere Prozente erwirtschaftet, dann muss ich sagen, schmeißen wir das Geld zum Fenster raus. Und das ist unser Geld, nicht immer nur Ihres. Und Sie haben nicht die Verfügungsgewalt darüber bekommen. Und ein letzter Punkt, Paradigmenwechsel wurde angesprochen. Ich bin bei Ihnen, Herr Bretsch, es ist wirklich notwendig, wir müssen über Kapazität und Qualität denken und deswegen sollte es nur noch Baugenehmigungen für Anlagen geben, die den Speicher mitbauen und zwar ohne Subvention. Wir haben gedacht, wir schützen die Menschen vor der Atomkraft und vor der Radioaktivität und wir haben deshalb einen Versuch gestartet. Wir haben die Landschaft ziemlich dicht bebaut, dicht bis an die Bebauungsgrenzen und die Wohnungen der Menschen heran mit Windkraftanlagen, in der Meinung, es handelt sich hier um eine saubere, unbedenkliche Methode. Dies ist nicht so. Es ist so, es gibt durchaus Effekte von diesen Windparks ausgehen, der in Deutschland lange Zeit negiert wurde. Das Thema Infraschall wurde vor einigen Jahren noch als Spinnertum dargestellt.
inzwischen ist selbst hier der Forschungsbedarf in diesem Punkt akzeptiert worden. In anderen Ländern ist man da schon sehr viel weiter gekommen. Und dieses Phänomen Infraschall ist eben nichts, was irgendwie strittig oder zweifelhaft ist. Die WHO hat dieses Thema Infraschall als krankmachenden Effekt durchaus schon in ihren ICD-10-Katalog aufgenommen. Das ist die Liste der Krankheiten, die als krankmachend allgemein international akzeptiert sind. Dieses Thema Infraschall können wir also hier nicht einfach vom Tisch fegen. Und falls es sich noch nicht rumgesprochen haben sollte, es handelt sich hier nicht um irgendwelche eingebildeten psychischen Krankheiten oder Erscheinungen, die Windkraftgegner durch ihren Frust irgendwie entwickeln, sondern es sind einfach und wissenschaftlich nachgewiesene Effekte, die auftreten durch Schwingungen, die im Innenohr passieren, die nämlich in unserem, an unserem Gleichgewichtsorgan sitzen, die zu Irritationen führen, die bei mehr oder weniger empfindlichen Leuten dazu führen, dass sie in einen Zustand geraten, wie jeder normale Mensch das auch tut, der zu viel Alkohol getrunken hat. Das erzeugt Schwindel, das erzeugt Übelkeit, Stress. Ich will das nicht ganz ausführlich ausdehnen. Dazu reicht sicherlich so ein Redebeitrag nicht. Aber das sind wissenschaftlich nachweisbare Dinge, die zu Krankheiten führen, die, je länger man sich in der Nähe eines Windparks befindet, immer mehr ausbreiten. Das sind chronische Krankheiten, die chronisch entstehen und dann leider auch nicht mehr reversibel sind. Wir haben hier bei uns einen Großversuch am Menschen und es gibt ja auch in anderen Ländern Windparks und da gibt es wesentlich besser belegte Studien, die belegen, dass etwa bis zu 30% aller Anwohner, die sich dichter als 2 Kilometer im Bereich längerfristig eines Windparks aufhalten, dass die chronisch krank werden. Und zwar sind das Krankheiten, die ganz unangenehm sind. Die gehen über Herz-Kreislauf-Probleme, Schwindel, Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme, all diese Dinge. Das sind Studien, die können wir nicht vom Tisch wischen. Und ich muss mich wirklich wundern, wenn wir hier nur von Zahlen sprechen und wenn ich bei der letzten Diskussion im Landtag erlebt habe, wie da argumentiert wurde, als es um die 10H-Regelung ging. Das ist ja die Minimalanforderung, die wir hier stellen, dass wir nämlich genau diesen Bereich von unter 2 Kilometern vermeiden wollen. Das ist der Bereich, wo wir sehen, hier häufen sich die Krankheiten. Und auch wenn wir jetzt sagen oder wenn Wissenschaftler hier sagen, wir können die Effekte des Infraschalls hier noch nicht ganz deutlich belegen. Wir haben aber die Kasuistiken und so funktioniert medizinische Forschung, dass wir schauen, wir haben einen Effekt, der steigert sich und er hat einen Zusammenhang. Und da müssen wir doch mal innehalten und können nicht als Argument dagegen sagen, wir wischen das alles vom Tisch, wir haben irgendwann ein Ziel gehabt von 2% und das setzen wir jetzt durch, machen die Augen zu. Das ist absolut unwissenschaftlich. Das ist menschenverachtend und deshalb kann ich diese ganze Diskussion nicht verstehen. Ja, hallo, mein Name ist Annelie Grund von der Bürgerinitiative zum Schutz unseres Liebdeswalles und ich möchte noch mal ganz kurz auf den Fakt der Windkraft im Wald eingehen. Ich bin seit 4 Jahren dabei und wir haben ein großes Windkraftfeld von 577 Hektar auf fast die Hälfte durch unseren Kampf reduzieren können. Und es ist so, dass ich in der letzten Planungsrunde unter anderem auch mit dabei war. Und für mich ist es eine große Frage jetzt auch an die Politiker, dass unsere regionale Planungsgruppe Barnim-Uckermark auf die Frage, die von uns Gästen gestellt wurde, warum wird denn das letzte Stück von unserem Buchenmischwald, was übrig geblieben ist, was also immer noch den Windkraftanlagen geopfert werden soll, vom Ministerium gibt es eine Empfehlung, Erholungswald in dieser Kategorie und großen Qualität, die wir haben, nicht abzuholzen. Und die ganz klare Antwort kommt: Die Empfehlungen vom Ministerium sind für uns nur Empfehlungen, da müssen wir uns nicht dran halten.
Und es ist ein großes Entsetzen, was durch uns durchgegangen ist, durch mich, durch alle. Wie kann es denn sein, dass Umweltbehörden, dass Ministerien Empfehlungen aussprechen und die regionalen Planungsgruppen sich nicht dran halten? Es geht hier nicht um Stangenwald, sondern Erholungswald hoher Qualität. Und das steht für mich immer noch im Raum und es ist ein, ja, Sprachlosigkeit. Ja? Und ich wollte noch ganz kurz dazu, hier stehen zwei gelbe Schilder. Das habe ich vorbereitet für den Kampf, der vor uns liegt, wenn wir dann nachher in die Volksabstimmung gehen. Diese drei Silben, Klima, Wald, heißen doch eigentlich, unser Wald ist der Klimaschützer und der darf nicht geopfert werden, um das Klima zu retten. Lasst uns überall im Land an unseren geliebten Wäldern diese Schilder ranmachen, dass auch wirklich der letzte Mensch versteht, was wir wollen und worum es letztendlich dann in diesem Volksentscheid gehen wird, um den Schutz unseres Waldes und des Klimas. Und der Menschen, na klar. Mein Name ist Böhm, ich komme aus Garzdorf. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Die 10H-Regelung in Bayern hat ja das Etikett, den Menschen zu schützen. Warum ist sowas für Brandenburg gar nicht erst vorgesehen? In gewisser Weise seltsam, denn Sie sind doch ein Volksvertreter. Wenn der Dialog so einseitig ist, dass Sie sich das hier nur alles anhören und froh sind, wenn es irgendwann vorbei ist und dann so weitermachen wie bisher, Herr Schulz hat das ja hervorragend auf den Punkt gebracht, dann ist es sinnlos, hier darauf zu setzen, Argumente zu bringen, die irgendwie Eingang finden können. Das wird alles so weitergehen. Und von dem Herrn von der SPD, da haben wir gehört, dass die Gerichte entschieden. Ja, und die haben entscheiden ja aufgrund der Gesetze, die sie machen. Man, im Wesentlichen müsste man einsparen. Ja, glauben Sie denn, dass wenn es gelänge einzusparen, dass dann ein einzelnes Windrad weniger gebaut würde? Das ist doch eine Traumfantasie. Vielen Dank. Dr. Müller. Mein Name ist Hans-Joachim Müller. Ich bin Geowissenschaftler. Ich habe zu dem Thema einen sehr komplexen Zugang. Ich würde mir wünschen, darüber mal eine Stunde zu reden. Das ist aber heute nicht meine Aufgabe. Ich möchte das Zentrum meiner Äußerung ist als Geowissenschaftler das Thema Klimawandel. Daraus kann man alles das, was ich in den letzten Jahren so geschrieben und gesagt habe und auch in den nächsten Jahren tun werde, im Prinzip ableiten. Das versteht sich dann von selbst. Ich weiß nicht, das Thema Klimaschutz wird heute sehr viel diskutiert. Ich habe aber noch immer den Eindruck, dass es in der Nicht-Fachwelt die Schärfe des Problems noch immer nicht ausreichend genug verstanden wird. Wenn wir beispielsweise, was an sich wünschenswert ist, darüber reden, dass wir uns jetzt wirklich anständig anstrengen müssen, das 2-Grad-Ziel einzuhalten, dann muss ich Ihnen leider Gottes sagen, das ist vorbei. Es besteht keine Chance mehr. Alle 7 Milliarden Menschen könnten in dieser Nacht Gruppenselbstmord betreiben, dann würde morgen früh die Temperatur trotzdem weiter steigen. Woran liegt es? Das liegt daran erstens, dass in dem System eine sehr, sehr große Trägheit drin ist. Und als Folge dessen ist es so, dass wir jetzt schon mehr CO2 und andere Treibhausgase in der Luft haben, als die Temperatur da ist. Die eilt also nach. Zusätzlich gibt es mittlerweile einen Rückkopplungseffekt. Das heißt, es werden andere Klimagase, beispielsweise der Klimawandel ist am stärksten in der Arktis, und dort wird Methan freigesetzt. Klimawirksamkeitsfaktor etwa um die 22 bis 25. Das heißt also, ein Kubikmeter Methan richtet so viel an wie 25 Kubikmeter CO2. So, warum habe ich das jetzt gesagt?
für mich ist der Maßstab aller Dinge, ich glaube, dass der Klimawandel für uns als Menschheit, nicht bloß in Deutschland, die entscheidende Herausforderung ist. Schlimmer als Kernkraft, schlimmer als vordergründig Überbevölkerung und was man alles noch nennen könnte. Alles andere ist meiner Ansicht nach hinter dem, es gibt, wenn der Klimawandel weiterläuft, gibt es auch keinen Naturschutz mehr beispielsweise. Das führt jetzt zu weit darauf einzugehen, aber jeder, der in biologische Richtung ein bisschen, der weiß, mit dem Klimawandel wandern Arten, keine Lebensräume. Und folglich gibt es nirgendwo mehr ein funktionierendes Ökosystem am Ende. So, nun aber zur Frage, was können wir denn da machen? Das kann man sich, ich bitte Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie mir nicht glauben, tun Sie sich das an. Lesen Sie das Original des IPCC-Report, 2 Seiten Fachenglisch. Oder gehen Sie auf die Seiten des Australian Geological Survey. Was können wir machen? Okay, da steht drin, Kurzfassung, der absolut letzte Eimer, um zu überleben, ist, 2 Grad ist passé, wir gehen auf 2,3 Grad. Das war eigentlich das, wo wir gesagt haben, da kann eine technische Zivilisation nur noch wenige Jahrzehnte überleben, deshalb wollten wir auf 2 Grad gehen, haben wir verpasst. So, was müssen wir tun um 2,3 Grad? Denn wir sind im Augenblick auf einem Weg, der endet bei der nächsten Jahrhundertwende zwischen plus 5 und plus 7 Grad. Absolut tödlich. Jeder Geologe weiß das. Das hat es vor 250 Millionen und 500 Millionen Jahren schon mal gegeben. Keinerlei Überleben auf Kontinenten möglich. Nicht nur wir, nichts. Absolut gar nichts. Was muss man dazu tun? Okay, wir müssten weltweit innerhalb ungefähr der nächsten 20 Jahre, die Zeitlichkeit ist dabei wichtig, wenn wir mit 50 anfangen, hat es keinen Zweck, müssen wir 50% der entwaldeten Flächen aufforsten. Das kann das Problem alleine nicht lösen, weil wir zusätzlich zur Abforstung natürlich jede Menge fossile Energieträger rausgebracht haben, die jetzt in der Luft sind. Aus diesem Grunde müssen wir wiederum etwa ab 50 mit technischen Mitteln CO2 zurückholen. Das kostet irrsinnige Energiemengen. So, deshalb sage ich Ihnen ganz klar, ob mir die in vielerlei anderer Hinsicht gefallen oder nicht gefallen. Für mich sind gute Technologien, diejenigen, die den Klimawandel mindestens nicht beschleunigen, besser bremsen, und schlechte Technologien sind die, die es nicht tun oder das Gegenteil. Und wenn wir heute in den Vorträgen gehört haben, und ich weiß das selber auch, aber wie gesagt, das wurde sehr gut unterlegt, wenn wir hören, wir haben bisher für die Einschränkung der CO2-Emissionen nicht gekonnt, dann finde ich, ist es der Meinung, wir sollten umdenken. Und vielleicht zum Abschluss einfach eine Zahl. Ich will niemanden damit zwingend überzeugen, aber ganz einfach mal eine Zahl. Wir haben, je nachdem, was man so anrechnet, direkt oder indirekt, haben wir in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren circa zwischen 400 und 600 Milliarden Euro in unsere Energiewende gesteckt. Es gibt ein internationales Projekt zum Fusionsreaktor, das heißt ITER. Und es gibt ein nationales Projekt, das heißt Wendelstein. Es ist jetzt nicht Aufgabe, darauf einzugehen, was das einzeln ist. Aber Fakt ist, wir haben für beides zusammen uns als Deutschland verpflichtet, über 10 Jahre weniger als 20 Milliarden zu investieren. Ich habe das Gefühl, wir setzen unsere Mittel nicht optimal ein. Ja. So leid mir das jetzt tut. Also wir haben das Ende dieser Veranstaltung eigentlich erreicht. Es ist sehr bedauerlich, wenn jetzt der eine oder der andere, der sich das sehr gewünscht hat, nicht mehr zu Wort gekommen ist. Es hat mich um ein letztes Statement gebeten, der Detlef Gurtschik. Der wird es jetzt tun, ganz kurz. Und ja, mein Name ist Gurtschik, hat man ja eben schon gehört, viele kennen mich. Ich möchte eigentlich nur 2 Dinge erwähnen. Und zwar das erste ist, was ist eigentlich Klima, Wetter oder Ähnliches? Klima, unter Klima versteht man ja viele Dinge. Wir lassen weltweit die Wälder umschlagen, zerstören für Deutschland, für Öl, für unsere Brennöfen, hier unsere, egal wofür. Jetzt fangen wir an, in Deutschland selber auch noch den Wald zu roden. Das beeinflusst das Klima. Das sorgt nämlich dafür, dass Stürme entstehen, Trockenzonen oder beziehungsweise Kälte kommt. Sollten wir uns immer wieder in Erinnerung holen. Und das Zweite ist, ich glaube, wir wären nicht an diesem Punkt, an dem wir heute sind, wenn wir uns ein bisschen
an Leute erinnern, die mal kluge Worte gesprochen haben. Und einer davon war Herr Adenauer, unser, ich glaube, erster Bundeskanzler, den wir hatten nach dem Krieg oder nach dem Dritten Reich. Und der hat mal gesagt, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern. Und wenn ich die SPD höre, habe ich das Gefühl, teilweise auch die Grünen, nicht unbedingt, aber die SPD besonders, dass wir in einer ideologisch geführten Diktatur leben. Wir sollten uns, ja, die Diktatur der Wirtschaft sowieso, aber das Schlimmste daran ist, dass die ideologisch geführt wird, diese Diktatur. Wir sollten uns vielleicht doch mehr an Herrn Adenauer halten, der sicherlich vieles gesagt hat und später das, was er gesagt hat, umgemünzt hat, vergessen hat oder ähnlich. Der hat einfach mal gesagt, was interessiert mich, dass ich schwätze von gestern. Ich kann nicht, nur weil ich 94 mal irgendwo beschlossen habe, eine Energiewende durchzuführen, so weitermachen, obwohl ich neue Erkenntnisse habe. Das ist nämlich das Wichtigste. Wenn wir diese neuen Erkenntnisse einfließen lassen in unsere Diskussion und wenn wir nicht nur eine Seite hören, sondern beide Parteien an den Tisch bringen würden, so wie wir schon lange fordern mit dem Moratorium, dann würde man diese Erkenntnisse ganz anders umsetzen können. Und dann wäre es keine ideologisch geführte Diktatur mehr. Hast du? Ja. Es ist jetzt, eigentlich wäre jetzt Schluss. Ich wurde aber gebeten, hier aus der Ecke der Politiker, und das halte ich auch für legitim, wenigstens einen Satz noch dazu sagen zu dürfen. Aber einen Satz. Bei einem Satz ist absolut. Und jeder, der hier sitzt, hat natürlich dieses Recht. Und wir haben keine Zeit für längere Statements. Ich bitte um Verständnis. Ich bitte jetzt um Entschuldigung, aber Professor, auf einen Punkt möchte ich einfach nochmal eingehen. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich würde Sie gerne einladen, eine intensive Diskussion über Ihren Ausgangspunkt zu führen, den Sie hier dargestellt haben. So wie Sie ihn dargestellt haben, unterschreibe ich ihn. Das ist so einfach der Funktionsmechanismus, den es aber so nicht gibt. Und in dem Punkt war ich mir mit Oettinger immer einig, dass er so herzustellen ist. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bevor wir diesen Ausgangspunkt erreicht haben. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Die Einladung gilt, wenn Sie Zeit haben, sehr, sehr gerne. Ein Satz war gefordert. Ich hoffe, dass am Ende doch die Vernunft die Stärke besitzt, dass sie am Ende siegen wird. Vielen Dank für diese Veranstaltung. Ich würde mich freuen, wenn wir bei einer Folgeveranstaltung mehr Zeit zum Dialog haben. Von Ihnen sind viele nicht zu Worte gekommen. Es gab noch viele, viele Wortmeldungen. Wir konnten auch auf vieles nicht eingehen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, auch an Sie als Organisatoren beim nächsten Mal vielleicht ein paar weniger von uns einzuladen. Wir kommen gerne, aber es müssen vielleicht nicht 10 sein. Dann kommen mehr von Ihnen auch zu Worte und wir können besser miteinander reden. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, 200 Meter hohe Anlagen, direkt rangebaut bis ans Dorf. Lärmbelastung, das werden sich die Menschen nicht weiter in Brandenburg gefallen lassen und dabei unterstützen wir sie. Meine Damen und Herren, ich kann nur dafür plädieren, machen Sie weiter, geben Sie nicht auf, egal was man Ihnen vorwirft, egal aus welcher Ecke, machen Sie weiter. Sie sind die treibende Kraft für eine Vernunft, die sich im Lande Brandenburg endlich einmal durchsetzen muss und wir als AfD werden Sie dabei tätig unterstützen. Vielen Dank. Ja, auch wenn ich mich vielleicht hier falsch ausgedrückt habe, aber einen Punkt würde ich nochmal klarstellen. 1994 ist ins Gesetz geschrieben, und zwar ins damalige Baugesetzbuch, das immer noch gilt, dass Windkraft privilegierte Bauvorhaben sind. Die Energiewende begann erst 2001, das muss man schon klarstellen. Genau, und deswegen neue Erkenntnisse, habe ich heute hier auch ganz viel gewonnen. Und was den Wald betrifft, da werde ich nachher gleich mal auf Sie zukommen und mir genau das sagen lassen, was da passiert ist. Und gegebenenfalls werden wir das auch ändern. Danke. Ja, ich hoffe für Sie und für uns auf einen positiven Entscheid der Volksinitiative und wir werden Sie dabei im Landtag unterstützen. Brecht sagte, wer die Wahrheit nicht kennt, ist bloß ein Dummkopf. Wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Der Punkt ist,
ich bin einfach dafür, die Fakten sprechen zu lassen. Und dann kann man ja auch eine zukünftige Podiumsdiskussion vorbereiten, wo jeder seine Argumente aufschreiben kann, mit denen sich die anderen auseinandersetzen kann. Und deswegen bin ich dafür, Windkraft aktuell zu stoppen, nachzudenken, was geht und was nicht geht. Und dann sozusagen kann man, nachdem man nachgedacht hat, weiterlaufen. Aber nicht wie jetzt vorwärts stolpern, 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 stolpern. Das ist alles Schwachsinn. Ich stehe für solche Podiumsdiskussionen immer gerne zur Verfügung und kämpfe weiter mit Bliesendorf und hoffe, wir schaffen es. Ja, bleiben Sie bei Ihrem Engagement und bleiben Sie kritisch, sowohl was einzelne Wissenschaftler geht, aber auch was Politiker angeht, die Ihnen immer nach dem Mund reden. Bleiben Sie kritisch. Vielen Dank. Es bleibt mir als letzte Aufgabe, noch etwas nachzutragen. Ich hatte zu Anfang gesagt, es haben sich viele fleißige Helfer hingesetzt und haben heute gezählt. Im Laufe des Abends sind aus verschiedenen Regionen von Brandenburg hier Leute angereist, die noch Unterschriftenlisten mitgebracht haben. Das Ergebnis dieser Unterschriftenlisten sind 1634, also wir stehen knapp vor 30.000. Knapp vor 30.000. Das einseitige Beharren auf irgendwelchen Konventionen. Die nächste Veranstaltung wird entsprechend anders laufen.